Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr, heute dieses neue Video aufzunehmen. Heute reden wir mal wieder, wie eigentlich jede Woche, über das Thema Lernen. Und zwar geht es heute speziell darum, wie ich mich immer auf eine Lernsession vorbereite. Also wie ich mich sozusagen vorbereite darauf, zu lernen für einen Test, für eine Arbeit, für eine Klausur, wie auch immer. Denn ich habe jetzt Anfang November meine erste Klausurphase. Also ich schreibe da sozusagen meine ganzen Klausuren in dieser einen bzw. in diesen zwei Wochen und muss dafür natürlich auch sehr viel jetzt leider lernen. Und irgendwie merke ich gerade, dass ich sehr klein wirke. Auf jeden Fall viel Spaß bei dem heutigen Video. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und jetzt legen wir auch schon direkt los mit meiner Vorbereitung für die Lernsessions. Ihr wisst, das Allerwichtigste ist eigentlich immer anzufangen mit dem Planen. Und natürlich mache ich persönlich auch immer einen Lernplan. Ich habe da schon meine Lernplan-Journey so ein bisschen auf TikTok mit euch geteilt. Denn ich habe euch ja gezeigt, dass ich so einen super schönen Lernplan machen wollte. Und im Endeffekt der Lernplan dann aber eher so hier aussieht oder aussah. Ich kann euch nochmal zeigen. Also mein Lernplan sieht jetzt so aus. Es ist nicht wirklich schön, aber ich verstehe, was damit gemeint ist. Und er ergibt auf jeden Fall Sinn. Falls ihr nochmal ein ganz, ganz ausführliches Video sehen wollt, wie ich meinen Lernplan erstelle, könnt ihr mir das sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich würde euch jetzt mal eine ganz simple Step-by-Step, ich glaube 3-Schritte-Methode geben, wie ich diesen Lernplan erstellt habe. Als allererstes alle Fächer aufschreiben, in denen du deine Klausuren schreibst. Zweitens die ganzen Themen aufschreiben, die du dafür noch lernen musst. Drittens aufschreiben, wie viel Zeit du pro Thema noch brauchst. Dann habe ich erstmal angefangen, die ganzen Klausuren einzutragen. Also hier habe ich Mathe, Englisch, Politik, Deutsch, Bio, bla bla bla. Markiert und so, damit ich immer weiß, wann ich das habe. Dann habe ich angefangen, das Ganze zu time-blocken. Also ich weiß ja, wie viel ich so ungefähr pro Thema noch brauche. Sagen wir jetzt mal, ich mache jetzt, keine Ahnung, Mathe und da haben wir zum Beispiel als Thema Kurvendiskussion und dann weiß ich noch, okay, für Kurvendiskussion brauche ich noch insgesamt 3 Stunden zu lernen. Und wenn ich das für jedes Thema habe, kann ich anfangen, das Ganze in meinen Kalender einzutragen. Beispielsweise weiß ich dann, okay, Freitag ist mein erster Tag beim Lernen, dann kann ich da schon mal 1 Stunde Kurvendiskussion machen. Dann mache ich die nächste Stunde dann nächsten Dienstag und so weiter und so weiter. Ich denke, es ist nicht so sinnvoll, wenn man beispielsweise Mathe die ersten 3 Tage macht, die nächsten 3 Tage Bio oder so, sondern ich mache es gerne so, dass ich die Fächer immer abwechsle. Also zum Beispiel Mathe, Bio, Deutsch, Politik und dann wieder von vorne Mathe, Bio, Deutsch, Politik. Weil wenn ich sozusagen nur einmal eine 3-tägige Session von Mathe habe, werde ich dann am Ende das Ganze schon wieder vergessen haben. Und deswegen ist es wichtig, es immer abzuwechseln und immer wieder mal den Stoff von Mathe zu wiederholen. Wenn wir dann diesen Lernplan haben, geht es schon zu meinem Schreibtisch. Lalalala. Wenn wir dann beim Schreibtisch angekommen sind, ist der nächste Schritt, den ich mir mache, meinen Schreibtisch und Arbeitsplatz aufzuräumen. Ich kann mich gar nicht konzentrieren, wenn mein Umfeld unsauber und unaufgeräumt ist. Dann habe ich einfach Chaos um mich rum und das überträgt sich dann in mein Gehirn und in meinen Kopf und dann kann ich mich auch nicht konzentrieren, weil das Chaos eben auch hier drin ist. Deswegen ist der erste Schritt dann, das alles irgendwie wegzuräumen und zu organisieren. Und mit organisieren meine ich eben, dass wir auch schon die ganzen Materialien auf den Tisch legen, die wir dann dafür brauchen, damit wir uns nicht mehr dann beim Lernen direkt ablenken müssen, weil wir dann nochmal in die Küche gehen müssen, irgendwie einen Stift zu holen oder was kann man noch holen? Snack zu holen oder noch was zu trinken zu holen, sondern wirklich am Anfang schon direkt alles hinzulegen. Der nächste wichtige Punkt ist auch, das Handy wegzulegen. Ich glaube, das ist wirklich auch schon mein größter Tipp eigentlich, den ich euch in diesem Video geben kann, ist wirklich, legt euer Handy beim Lernen weg. Flugmodus, WLAN aus und ja, tschüss. Jetzt sind wir am Schreibtisch und was jetzt? Ich glaube, ein großer Fehler von mir damals, oder was heißt damals, vor noch ein paar Monaten, war, dass ich sehr gerne beim Lernen immer Musik gehört habe oder irgendwie YouTube nebenbei geguckt habe, wo ich jetzt endlich mal festgestellt habe, dass es mir überhaupt nicht hilft, weil mich die Musik einfach ablenkt, wenn ich beispielsweise, also ich muss noch nicht mal den Text kennen, weil ich höre meistens so koreanische Musik und ich kann noch nicht so gut koreanisch, aber trotzdem lenkt es mich einfach extrem ab. Und deswegen habe ich jetzt neulich angefangen mit dieser Seite, wo man mit so Celebrities lernen kann und so, die Seite zu benutzen. Und das ist jetzt leider keine Kooperation, ich zeige es aber trotzdem mal. Und zwar ist das diese Live at Spaces Webseite und da lerne ich immer mit BTS, ich zeige es euch. Ja, Celebrity. Das Gute ist eben, dass es hier so kleine Geräusche gibt, wie zum Beispiel Leute, die mit einem Stift halt schreiben und so, aber das ist keine richtige Musik. Meistens nutze ich eigentlich diesen Raum und dann kann man auch immer noch so einen Timer anstellen. Ich mache immer meinen Pomodoro-Timer, also ich mache immer 30 Minuten. Und dann die Pause ist 5 Minuten. Und ja, das ist auch eigentlich schon meine Vorbereitung zum Lernen. Und jetzt werde ich direkt anfangen zu lernen. Und alles ist vorbereitet.
Perfekt. Ihr könnt mir aber sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob euch sowas wie Study-Livestreams interessieren würde. Also einfach, dass ich mal einen Livestream mache und ich dabei lerne und dann wir einfach zusammen lernen können. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, ob ihr das mögt und wenn ja, wann. Also eher am Wochenende oder habt ihr jetzt auch vielleicht gerade Ferien. Schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare, dann vielleicht können wir dann sowas in naher Zukunft mal realisieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, ein erfolgreiches Lernen und hoffe, dass wir uns dann hier bald wiedersehen. Vergesst auch nicht, mir bei TikTok und bei Instagram zu folgen für noch mehr Content. Und ansonsten bis Donnerstag und Sonntag hier bei YouTube. Tschüss!